Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Universe Mode in unserem Steffoverse. Ja, wir sind bei War und da kämpft als erstes Alexa Bliss gegen Natalya. Das gewinnt Alexa Bliss. Dann Mickie James gegen Tamina. Gewinnt Mickie James. Kurt Hawkins gegen Goldust. Gewinnt Goldust. Nia Jax gegen Bayley. Gewinnt Nia Jax. Bobby Lashley gegen Baron Corbin. Gewinnt Baron Corbin. Ember Moon gegen Nikki Cross. Gewinnt Ember Moon. Dann Brock Lesnar und Dean Ambrose gegen Braun Strowman und Roman Reigns. Passt irgendwie überhaupt nicht, aber ist mir egal. Und dann sind wir bei SmackDown. Da trifft Mustafa Ali auf Rowan. Das gewinnt Mustafa Ali. Dann Ty Dillinger gegen Sin Cara. Gewinnt Sin Cara. Die Usos gegen die Colons. Gewinnen die Colons. Dann Carmella gegen Lana. Gewinnt Carmella. Becky Lynch gegen Mandy Rose. Gewinnt Becky Lynch. Dann Andrade gegen Rey Mysterio. Gewinnt Rey Mysterio. Und Shelton Benjamin gegen AJ Styles. Gewinnt AJ Styles. Pete dann gegen Lewis. Achso, erstmal, jetzt sind wir bei Main Event natürlich. Da trifft Pete dann auf Lewis. Das gewinnt Lewis. Aleister Black gegen Velveteen Dream. Gewinnt Aleister Black. EC3 gegen Joseph Agala. Gewinnt Joseph Agala. Kevin gegen Lars Sullivan. Gewinnt Kevin. Tommaso Ciampa gegen Roderick Strong. Gewinnt Tommaso Ciampa. Und damit herzlich willkommen zu NXT und wir sehen hier den GM Steffo zum Ring kommen. Er hat etwas zu sagen. Ich weiß jetzt aber nicht, warum er nicht seine Kleidung anhat, aber okay. Oh. Ja, hallo, liebes WWE-Universum. Hier spricht euer GM Steffo. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal beschweren über den Ringrichter von letzter Woche. Dass er Batista einfach so schnell aus dem Ring befördert hat, das kann einfach nicht sein, das darf nicht sein. Und ja, den Ringrichter, der wird leider auch nicht mehr bei NXT auftreten, da ich ihn gefeuert habe. Dann zu meinem Hassan, sagen wir es mal so, warum jetzt Batista auf einmal bei NXT ist, ja. Batista habe ich gefragt und er hat gesagt, er würde nur kommen, wenn er Geld bekommen würde. Und ja, ich habe ihm eine ordentliche Summe gezahlt und somit ist er auch bei NXT, auch wenn er ein zukünftiger Hall of Famer ist. Aber Geld lockt natürlich die Leute und ich verspreche euch eins, es wird noch ein zukünftiger Hall of Famer bald in meinem Stable dazukommen. Sie werden auch mal ein paar Matches haben. Und ja, ihr könnt darüber sagen, was ihr wollt. Das ist mir scheißegal. So, dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsgegner hier, den Kevin. Ja, der mal wieder den Titel zurückbekommen hat. Seid ihr sicher, den Rückkampf gibt es heute? Aber davor musst du leider noch was tun, Kevin. Wie schon mein T-Shirt es sagt, was ich heute leider nicht anhabe, Don't mess with the GM. Leg dich nicht mit dem General Manager an, Kevin. Das wird dir nicht gut tun. Du wirst heute sehr harte Aufgaben bekommen, mein Lieber. Und zwar wirst du am Abend ein Two versus One Handicap Match haben, wo beide Wrestler im Ring sind. Und das ist einmal Batista und den zweiten Namen sage ich dir nicht. Das wirst du dann sehen. Und danach wird es dann den Rückkampf gegen mich geben.
So, dann hätten wir Dabot gegen Alastair Black. Das gewinnt Dabot. Und dann Suplex gegen The Street Profits. Und dies werden wir uns anschauen. Und wir sehen uns gleich in der Halle. Oh, was ist da los? Die Street Profits werden von The Nation of North wieder mal angegriffen hinterrücks. Und jetzt werden sie in den Ring befördert. Ja, das da sagte das Team Suplex natürlich nicht nein, glaube ich. Und da verpissen sie sich auch wieder, die Nation of North. Oh, angeschlagen müssen jetzt die Street Profits gegen Suplex ran. Und es sieht so aus, als wenn Angelo Dawkins gegen The Crusher antretet als erstes. Und ja, da wird der Klingelton, ach, der Klingelton, der, wie heißt es jetzt, die Ringglocke betätigt. So, schauen wir uns mal das Match an. Es ist so eine Art Zicksäcker von Angelo gewesen, oder? An The Crusher. Okay, jetzt ist Dawkins drin. Das war Montessort. Oh, ich verwechsel die immer. Entschuldigung. So, Excel auf den Rücken. An The Crusher. Oh, da wird Angelo um den Ring hin umhergeschmissen. Jetzt noch ein Body Slam von The Crusher. So, jetzt wippen in seine Ringecke. Kommt der Wechsel mit Uriu. Jawohl. Uriu jetzt auf der zweiten Ringseite und Ex-Handle auf den Arm und dann noch ein Clothesline. So, wippen in die Ringecke. Body Slam von Angelo und Montesfort mit dem Kick und dann noch der Splash von Angelo Dawkins. 20 Uhr wäre das Paddel. So, samstags, wenn genug Leute da sind. So, jetzt sind wir wieder im Regen drin. Jetzt wippen wieder und Angelo. Oh, nee, da kann Oreo ausweichen. Boah, da gibt es ein Spear. So, jetzt wippen in seine Ringecke wieder der Uriu. Oh nein, das kann abgewehrt werden von Montesfort. So, oh nee, kann er sich befreien, der Uriu? Und kann sich wieder befreien. Der Montesfort. Und Oreo auch wieder. So, wieder mal Whippin. So, jetzt kommt der Wechsel mit The Crusher und eine gemeinsame Tag Team Action. Oh. Da. Und der Handkantenschlag an Montesfort. Whippen, nein, Reverse Whippen in eine Ringecke. Ja, jetzt ein Tritt in den Magen. Und was zeigt er jetzt? Er zeigt ein DDT. Ah, wird jetzt gekontert wieder von The Crusher. Und jetzt der Wechsel mit Angelo Dawkins. Boah. Ja, das kann er leicht abwehren, der The Crusher. So, jetzt Whippin in seine Ringecke. Kann er wechselkommen mit Uriu? Jawohl, findet statt.
Und der Dropkick, boom. So, Angelo Dawkins ist jetzt raus aus dem Ring. Und jetzt, ja, jetzt ist erstmal Uriel wieder drin. Und Angelo. So, jetzt wieder Whip-In von Uriel in seine Ringecke. Und der wechselt wieder mit Sequasha. So, was zeigt jetzt der Crusher? Oh, Body Slam oder Power Slam, so eine Art. Oh, und da steigt er mit seinem ganzen Gewicht über Angelo Dawkins drüber. So, Whip-In und nein. Kann Sequasha wieder ausweichen. Oh, ein Superkick sozusagen. Und Angelo Dawkins blutet jetzt an der Stirn. Ah, jetzt kann er sich wieder zur Wehr setzen, Angelo Dawkins. Ah, Aufgabegriff. Aber da kann Sequasha sich befreien, genau. So, Whip-In in seine Ringecke wieder, Sequasha. Wechsel? Nein. Das kann Angelo Dawkins auskontern. Also das Thema mit The Nation of North und die Street Profits ist noch nicht vorbei. Da wird noch was kommen. So, oh, Clothesline jetzt von The Crusher. So, jetzt Whip-In wieder in seine Ringe. Kann jetzt der Wechsel mit Uriel stattfinden? Oder schaut er ihn sich nur genauer an? So, jetzt geht's weiter. Oh, ist das ein Aufgabegriff? Oh, muss Angelo Dawkins aufgeben? Angelo Dawkins muss aufgeben. Suplex, das Team hat gewonnen. Auch nach Eingreifen jetzt von der Nation of North, aber trotzdem gutes Match von Suplex. Hier der Handkantenschlag. Und here are your winners, the Crusher and the Monster, the Eliminators. Herzlichen Glückwunsch, Suplex. Und da sind wir in dem Ring und ja, das 2-on-1 Handicap Match hat begonnen. Batista, wie ihr schon sehen könnt, und unser neues Mitglied im Stable, The Bulls, Chandler Williamson. Auch wenn er letztens noch darüber gemeckert hat, dass er da bestimmt nicht reingeht. Aber ja, wie so schön es immer ist, das Geld lockt doch all die Leute hervor, und ich glaube auch, er will natürlich zu dem erfolgreichsten Stable von NXT dazugehören. Und wenn da noch ein GM mit drin ist, dann ist es, glaube ich, auch logisch. So, dann schauen wir uns mal an, ob sich Kevin hier sich so gut anstellt, weil nach diesem Match kommt auf jeden Fall da noch der Rückkampf gegen Steffo um den NXT North America Titel. Auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe für Kevin. Gegen zwei gleichzeitig im Ring stehende Gegner zu haben. Die sich auch eigentlich ganz gut abwechseln. Jetzt das Cover von Batista 1. Nein.
Ah, gemeinsame Tag Team Match. Nein! Kevin kann kontern mit einem Double Headbutt. Oh, jetzt der Dropkick von Chandler Williamson. So, Chandler jetzt mit dem Elbow. Ja, noch ein Faustschlag, noch ein Faustschlag. Nein, das wird abgewehrt von Kevin. Ah, jetzt kommt Batista wieder. Oh. Backbreaker. Jetzt das Cover von Chandler. Nein. Und jetzt Doppel-Dropkick von Batista und Chandler Wilmster und ein Leg-Drop. Ja, sieht auf jeden Fall nicht gut aus für Kevin. Ah, jetzt kann er sich wieder befreien aus Batistas Fängen, aber da ist gleich wieder Chandler Williamson. Ah, Batista übernimmt hier auf jeden Fall die Führung. Die jahrelange Erfahrung zeigt sie ihm dann doch. Und hier der Grünschnabel sozusagen, Chandler Williamson, lernt daraus viel mit Batista zu arbeiten. So, Batista hat jetzt auch erstmal einen Ringrichter umgehauen. Und hier kommt der Spinebuster von Batista. So, jetzt wieder ein Ellbogen von Chandler Williamson und der Dropkick. Oh, ein Armdrag. Ah, jetzt rollt sich Kevin aus dem Ring. Oh, jetzt, na. Oh, Batista, was macht er? Oh, er rammt Kevin auf die Absperrung, auf die Kante. Wir sind jetzt schon bei 4. Sieben, das wird wohl hier ein Unentschieden. Okay. Oh, da rammt Chandler Wilson Kevin gegen die Rinnteppe. Boah, war das knapp. Eieieiei, da hätten sich jetzt beide, Batista und Chandler Wilson, fast den Sieg genommen, weil Kevin als einziger in den Ring gefallen ist. Und die Batista-Bomb! Da ist er! Und das Cover, Chandler Williamson jetzt. 1, 2, 3. Ja, das war's, Kevin. Das war's. Es war auf jeden Fall klar, dass er hier keine Siegschancen hatte. Aber jetzt hier zum Schluss, das war schon sehr... Oh. Hier ist Spinebuster. Und die Batista Bomb. Here are your winners. The Animal Batista, Chandler, the X Factor, Williamson, and the Bullies. Nach dem Match kam Steffo aus dem Kabinen und sagt zu Kevin: Ja, ich sehe, du bist ganz schön angeschlagen, mein Lieber. Ich glaube, du hast dich auch am Rücken verletzt, so wie das aussieht. Da ich ja nicht so ein schlimmer Mensch bin, böser Mensch bin, gebe ich dir eine Woche Zeit, dich zu erholen. Und wenn du dann nicht antretest gegen mich, dann wird der Titel vakantiert. Und ja, wenn nicht, dann werde ich natürlich neuer Champion werden, weil ich dich ja dann besiege mit deiner Verletzung, Kevin. Aber... Bis dahin gebe ich dir jetzt eine Woche Erholzeit und ich hoffe, wir sehen uns dann im Ring wieder. Und damit geht dann Steffo wieder in die Kabine und lässt Kevin allein im Ring zurück. Müsst ihr euch jetzt als Video hier vorstellen. Ne? So. Ach, jetzt habe ich die anderen Matches nicht gezeigt. Scheiße.
Also die Nation of North hat noch gekämpft gegen Heavy Machinery, Layaki gegen Kuterek, Layaki hat verloren gegen Kuterek, Nation of North haben gewonnen. Dann haben wir noch Tommaso Ciampa gegen, ach hier genau, kann ich hier sagen. Genau, Nation of North gegen Heavy Machinery. Ja gut, das ist wurscht. Kuterek gegen Layaki und das ist auch wurscht. So. Robert und Happy haben ihre Rivalität auf eine persönliche Ebene gebracht, nachdem sie Montez Ford und Angelo Dawkins angegriffen haben. Oh, damit immer noch Zweiter. Adam Cole jetzt auf 3, Velveteen Dream 4, Louis auf 2, Leaki 3, Joseph Akala 4, Pete Dunne 5. Oh, alles Blödes über haben die Warwilers überholt. Oh, ich habe den Chandler Williamson gerade hier drin. Warum? So. Gut. Dann schauen wir mal auf die Powerwertung noch. So, bei SmackDown Patrick auf 3, Max auf 13, bei NXT ist Patrick auf 3, Robert auf 5, Mexican Sensation 7, Kuterek 9, Happy 10, The Total Package 12, Louis 15, David 16, Kevin 19, Uriel 22, Sequoia 24, Max 26, Chandler Williamson 27, Layaki 32, Steffo 33. Genau. Gut, das war's jetzt für das Video. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Und ja, bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.